Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Rick und willkommen auf meinem Kanal von Ja Freunde. Heute gibt es wieder Division Rivals Rewards und Food Champions Rewards Jungs von mir und auch von Jeffrey. Falls ihr euch jetzt fragt, wer Jeffrey ist, und zwar, er ist ein E-Sport, er spielt bei München Gladbach Jungs, ja. Und in der Beschreibung ist er auf jeden Fall verlinkt, checkt ihn auf jeden Fall aus, Twitter, Instagram, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Er hat 29-1 geschafft, er hat das letzte Spiel einfach verloren, ja. Leider hat er den Shop 100 geschafft, aber wir werden seine Inform-Packs auch aufmachen, ja, nachdem ich meine gezeigt habe, Jungs. Und ich hoffe einfach, dass wir heute mal Glück haben und ihr könnt natürlich auch unten in den Kommentaren schreiben, was ihr so gezogen habt, Jungs. Und nicht zu vergessen, lasst ein Like da, Jungs, und einen Kommentar, ich hoffe, wir schaffen die 777 Likes, Jungs, ja. Also unterstützt Sego hier und wie gesagt, checkt mal meinen Bro ab, Jeffrey, ja. Der rasiert auf jeden Fall dieses Jahr. So, gehen wir mal rein hier. Team of the Week, Jungs, ja. Also, es gibt zwei, drei Spieler, die ganz okay sind. Ich habe noch zum Beispiel Neymar erwartet, aber Neymar ist nicht gekommen. Oder Muslera, ja. Viele haben auch gestern im Stream geschrieben, ey, Seko Muslera ist nicht da, Mehdad Muric ist nicht da. Ja, Jungs, ich arbeite nicht mit EA zusammen, aber es ist halt auch traurig, ne, wenn zum Beispiel ein Mehdad Muric oder Muslera nicht kommt, die halt sehr, sehr gut gespielt haben, ne. Ansonsten könnt ihr mal gerne eure Meinungen natürlich auch in den Kommentaren einfach mal schreiben, Jungs. Also, Mané haben wir hier, links Mittelfeldspieler, der kostet 700k momentan. Dann haben wir Marco Reus, der geht so für 340k momentan weg. Dipe haben wir, der geht ungefähr für 70k. Wan-Bissaka, der geht für 50k. Also, Varane haben wir auch natürlich hier am Start, nicht zu vergessen, der geht für fast 380.000, Jungs, ja. Also, ist ganz okay. Ich habe natürlich mehr erwartet, aber ja, man kennt EA, ne. Also, wir fangen mal an, Jungs, und zwar mit Division Rivals. Ich habe hier bei Division Rivals gar keine Spiele gemacht, aber wir nehmen natürlich die Option 3 mit, damit wir auch mal mehr Spieler halt haben für SBCs und so weiter und so fort. Und ich muss einen zugeben, bei Division Rivals gönnen die auf jeden Fall seit 2 Wochen oder so. Mal sehen, ob es so weitergeht, Jungs. Also, wir haben hier 4 Packs am Start. Wir fangen an mit seltenes Elbum-Spieler-Pack. Ich hoffe, wir kriegen einen Walkout hier. Und der geht nicht durch. Nein, der geht nicht durch. Und wir kriegen hier auf jeden Fall einen seltenen Spieler. Aduris, 82er Karte, nimmt man gerne mit. So, Jungs, machen wir direkt weiter. Seltenes Elbum-Spieler-Pack wieder. Mal sehen, ob die jetzt was gönnen. Geht leider wieder nicht durch, Jungs. Schade, mal kicken, wie wir haben und LF und das ist der Akuna, 81er Rating. Vielleicht kriegen wir hier was, seltenes Spielerpack, come on. Ja, der geht durch, Jungs. Und wir kriegen leider keinen Walkout, leider keinen 86 plus Brasilien, ZM und wir kriegen hier Arthur von Barcelona, 84er Rating. So Jungs, letztes Pack von Division Rivals, seltenes Spielerpack, mal sehen. Und der geht wieder durch. Come on, Alter. Vielleicht ein 86 plus. Wäre nicht verkehrt. Schade. Frankreich. ZTV. Und wir kriegen hier Hernandez von Bayern München. 84er Rating. Und Rest ist auch nicht so besonders. So, Jungs. Also, wir machen natürlich weiter jetzt mit Food Champions Rewards. Ja. Ich war ja in Düsseldorf am Wochenende. Wir haben ja auch in Düsseldorf schön Eusebio gezogen. Ja, wir haben leider da Gold 1 geschafft. Ja, ich habe auf dem Fernseher gespielt, aber nicht so schlimm. Ich sage immer wieder, auch im Stream habe ich das letztens gesagt, Gold 1 Packs sind besser als Elite Packs. Vielleicht können wir hier ein Icon ziehen, vielleicht eine Team of the Group Sash Karte. Kann ja sein, bei Elite kriegst du ja, so ein 83er Inform, 82 und dann dahinter einfach mal 79er oder so. Also am Ende des Tages machst du vielleicht da 30 bis 40k, ist jetzt auch nicht so besonders. Also, wir kriegen hier 2 Spieler bei Spezialobjekte, 200k Sets, 50.000 Münzen und wir sind natürlich wieder qualifiziert, Jungs. Also, die roten Picks sind schon ganz okay eigentlich. Wir können Varane ziehen, Mané, Reus. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich wirklich Varane ziehe oder Mané so als Super Sub, ja. Dann starten wir mal. Let's go. Und das wird leider nichts wie jede Woche. Ja, 81er, 82er Rating. Wir nehmen mal Sanson hier mit, Jungs. So, machen wir mal direkt dann weiter. Bei den roten Player Picks habe ich wirklich gar kein Glück. Aber wir ziehen hier Wan-Bissaka. Der eigentlich auch nicht so besonders ist. Ja, zwar seine Sets sind gut, aber der hat 82er Rating, Jungs, ja. So, nehmen wir mit. 82, 2 Stück wieder. Ja, wie jede Woche einfach. Also, wir machen mal weiter, Jungs. Ja, wir gehen mal hier rein. Wir haben 2 Packs am Start, 200k Sets, ja. Dann starten wir mal. Ich hoffe, die gönnen. Einfach 86 plus. Ja, seit 3 Wochen, glaube ich, gönnen die einfach nicht bei 100k Sets. Und Walkout.
Come on, Alter. Deutschland, ZOM und ja, das ist der Thomas Müller, Jungs. 86er Rating. Also, ich glaube, so eine Shadow-Karte ist, glaube ich, teurer als Thomas Müller. Ja, man freut sich für den Walkout, aber man kriegt 86er Thomas Müller. Ja, was soll man sagen? So, machen wir weiter, Jungs. Ich glaube, der geht nicht durch. Das ist krass, Digga. Ey. Der geht einfach nicht durch und wir kriegen einen 81er Matic. Das sind noch 100k-Sets, Jungs. 100k-Sets und wir kriegen einfach einen 81er Matic. Also das habe ich auch zum ersten Mal hier gesehen, dass man aus dem 100k-Set einen 81er bekommt. Also 82 habe ich schon, aber 81 habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist schon zu krass, ja. Also, ich beschwere mich nicht, ich habe ja letzte Woche Packluck gehabt, aber bei Division Rivals bzw. bei Food Champions Rewards zieht man überhaupt nichts. Man muss auch ehrlich sein. Und dann denke ich mir, warum schwitzt man halt diese 30 Spiele? Jungs, wir machen weiter mit Jeffreys Packs, ja, 29-1 Packs. Und nachdem wir die gezogen haben, ja, kommen noch extra noch zweimal drei Inform-Sets, ja. Die haben wir gestern im Stream gezogen. Ja, ich hoffe, wir ziehen was Schönes jetzt. Let's go. So, Jungs, wir machen mal direkt hier weiter. Und zwar, wir sind bei Jeffreys Account jetzt hier am Start. Wie gesagt, er hat 29-1 geholt. Man hört ihn auch. Was geht, Digga? Alles klar? Was geht? Ja, alles gut. Hab gestern noch auf Rang 2 geschwitzt, wie man es kennt, ne? Okay, also was nimmst du? Option 1, also Option 2 oder Option 3? Ich nehm die Tauschbaren. Also das tauschbare, okay. Ultimative Set, ja. Eieiei, 125k Set, dann nehmt ihr auch gerne mit. So, Jungs, Food Champions Rewards 29-1. Das letzte Spiel verloren. Auch Elfmeter war das, ne? Genau. War Verlängerung. Verlängerung, genau. Verlängerung. I3, glaube ich, oder so verloren. Glaube ich. Genau, genau. Ja, aber naja. Wir kriegen hier 3 Spieler bei Spezialobjekte. 2 Premium Team Duoche Pack, 100k Sets und 125.000 Münzen. Ich glaube, die Münzen interessieren dich, glaube ich, nicht mittlerweile. Nee. Also wir hoffen, dass wir einfach mal Varane in Rot ziehen. Ja, Varane wäre gut, Depay wäre okay, Reus wäre gut, Mané wäre okay. Irgendwas Brauchbares, Spielbares. Let's go, Bro. Come on. Come on! Ja, 85er immerhin, high rated ist okay. Jetzt komm, heute geht's. Wir möchten hier Varane oder Mané? Ja, soll man einmal gönnen hier. Einmal nur, eine Woche nur, Bruder. Boah, 87er Rating, Luis Alberto. Rating ist okay. Ja, 85, 87 und jetzt? Was hat Mané? Jetzt kommt, jetzt 90? Kommt. Mané 90. Komm hier! Ey! Alter, wie scheiße, du hast das ja richtig Schmutz hier, ne? So 200k Sets, einmal 125k und zweimal Inform Sets. Also wenn die da nicht gönnen, dann weiß ich auch nicht. Komm, Digga, starte. Ich mach auch. Ja, komm, 100k Set jetzt. Ja. Eieiei. Ein Walkout wär mal schön, ja, ne? Ja, geht durch. Komm. Ja, das ist traurig. Ja. Das ist auch Spieler. Schicksal, oder? Ja. Hier, Mönchengladbach-Spieler. Sommer haben wir gezogen. 84er Rating. Eieiei. So, weiter geht's. Yay, einmal Walkout gönnen. Guck mal, so ein Pack kostet 20 Euro. Komm. Scheiße. Aua. Ach du Scheiße, 83. Nee, was viel hat der? 84. Nee, 83, genau. Weiter geht's mit 125k. Ja, jetzt muss 125k Pack. Komm jetzt. Einmal gönnen hier, einmal gute Reward. Das passt einmal jetzt. Oh ja. Ja, Walkout? Ja, aber. Ja. Ja, Verratti. Ja, wow, Verratti. 86er Verratti. Ja. So, 2 Sets haben wir noch am Start. EA muss hier was gönnen. Muss. So. Wir hoffen einfach, dass erstmal ein Walkout wird, ne? Mein Gott, Digga. Ey, das ist doch zu krass. Das ist der 79er, ne? Als Bester. Oh mein Gott, Digga, 79. Sowas habe ich nie in meinem Leben gesehen. Was ist das denn, Bruder? Dankeschön, EA, danke. Ja, da brauch ich gar nicht gucken, da mach ich hier den. Oh mein Gott, Digga, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Kannst du direkt aufmachen, Digga, aber boah, das ist zu krass. Ach du Scheiße. 4 Dreierpacks gezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga.
Das ist zu krass einfach. Krass. Jede Woche dasselbe, dafür spielt man 29-1. 29-1. Jungs, er hat fast Top 100 geschafft. Hat in der Verlängerung verloren. Was soll ich sagen, Alter? Was soll ich noch sagen? Das ist einfach nur Schmutz. Jungs, wir machen natürlich jetzt weiter. Jetzt kommen die Packs von gestern noch. Let's go. Jungs, also, wir haben hier zwei Sets am Start. Also, wir können Royce ziehen. D-Pay, was können wir noch ziehen, Jeffrey? Ja, Varan natürlich, ne? Varan natürlich. Was wünschst du dir, Bro? Oh, Varan wäre gut, ich bin ehrlich. Okay, also Jungs, checkt ihn natürlich mal aus, ja. Instagram, Twitter, alles unter dem Videoschreiben natürlich verlinkt. Ich hoffe, wir ziehen jetzt was Schönes hier. Also, vom Start, Digga. Ne? Mal sehen, Jungs. Ich hoffe, sein Varan wäre nicht verkehrt. Erstmal Walkout natürlich, ne? Erstmal Walkout, ja. Ui! Ja. Das ist so typisch, das ist so typisch. Das ist krass, Digga. Alter, Hittenreger oder was ist das denn, Bruder? 83er Rating, Alter. Komm mal rauf. Ey, ich hoffe jetzt Varan oder so, ne? Komm, Junge. Ey, sowas gibt es doch nicht, Digga. Das ist doch krass, Digga. Zweimal hintereinander, so ein Schmutz, ne? Bruder. Krank, Mann. Das ist jede Woche dasselbe, ne? Jede Woche. Ich sag immer wieder, Digga, diese Elite-Packs haben einfach keinen Sinn. Einfach Gold 1 bleiben, fertig. Aber du musst ja, du musst zu Ende einfach zocken, Digga. So, Jungs, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall Jeffrey ab, Jungs, ja. Unten in der Beschreibung ist er verlinkt. Instagram, Twitter, alle seine Social-Media-Kanäle sind unten in der Beschreibung verlinkt. So, ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns dann erst wieder am Samstag, Jungs. Ich bin morgen in Düsseldorf und Samstag werde ich ein Video rausbringen und am Abend höchstwahrscheinlich auch streamen. Also, wir sehen uns dann. Peace.